Hallo, da sind wir wieder. Und ja, jetzt haben wir Schokolade geholt. Mach mal auf. Und schieb's mir in den Mund. Schieb's mir doch in den Arsch. Ja, und wir sind ein bisschen genervt. Au, hast du zufällig eine Idee, wo man ein neues Ohr herkriegt? Was? Hast du zufällig eine Idee, wo man ein neues Ohr herkriegt? Beim Ohrenarzt vielleicht. Nicht. Was? Musst du deine Schokolade in 1000 Stücke teilen, um sie zu essen? Ja, da brauche ich meine Zahnspangen. Die werden da nicht aussitzen, wenn die Stücke kleiner sind. Zahnbrücke. Ich wollte ja eigentlich weiterspielen. Kann sein. Wenn du es unbedingt willst. Kann ich? Nein. Danke für die Massage. So gut. Ich will auch. Du wirst dich auch langweilen. Nein. Freut mich. Nicht mehr als 2 Stücke. Ja, also ich glaube meine Eltern wieder, dass ich alles gegessen habe. Mann. So. Ihr habt es alle gehört. Dieser Typ hier frisst am Tag 2. 12 seiner Schokolade. Naja, und ich esse nicht mal jeden Tag Schokolade. Aber Kaffee trinken, das kannst du. Moment, ich schaue nur mal kurz, wie viele Folgen wir jetzt eigentlich haben. Bestimmt 2. 9. Und das hier wird die 9. Ja, dann muss ich eben dann vorproduzieren, wenn die Schulferien beginnen. Dann habe ich ja noch 3 Tage. Jeden Tag 4 Stunden. Nein, jeden Tag dann 1 Stunde oder so. Nur eine? Ja, 2. Nur 2? 2 ist genug. Mit 2 Stunden habe ich den Bedarf für eine Woche gedeckt. In Crisis? Das kommt ja dann eher, das ist ja egal. Da muss ich ja nicht jeden Tag Folgen rausschauen. Das lade ich ja erst hoch, wenn alles fertig ist. Oh mein Gott. Damit erstens nicht gespoilert wird und zweitens, damit ich nicht... Gespoilert? Ja. Und zweitens, damit nicht einmal keine Folgen rauskommen, weil ich keinen Bock habe. Was soll bei so einem Profi wie mir denn schon gespoilert werden, bitte? Ja, ich bin ja kein Profi. Ja, ich sag's dir ja sowieso. Ja, aber andere sagen es mir. Ja und? Lass nur ich darf mit dir reden. Oder es kommen auch noch andere, die spoilern dann den anderen, die das Let's Play sehen. Ich habe schon meine Gründe dafür, warum ich das erst hochlade, wenn es fertig ist.
Aber so oder so. Unter anderem, guck, wie lange haben wir schon Kawaii's mehr aufgenommen? Ungefähr 3 Wochen. Also werden jetzt 3 Wochen lang keine Folgen kommen. Also es ist besser, es nehme ich auf, bis es fertig ist und lade dann jeden Tag eine Folge hoch. Dann kommt sowas nicht vor, dass keine Folgen hochgeladen werden. Aber gut. Es ist keine einzige Folge bis jetzt rausgekommen. Nein. Wir spielen übrigens Crysis, wenn ihr nicht mitgekriegt habt. Moment, ich schau, was mit der Fullmate los ist. Macht doch nichts. Das macht nichts. Bau weiter. Ab. Also haben wir keine Chance mehr. Nein. Oh. Das geht ja aber auch so. Ja, nur dass wir dann hier ungefähr so viel haben. Und ich baue jetzt mal die Leute. Mir kommt es vor, als wären wir jetzt aber auch weiter mal viel tiefer. So. Okay. Dann hier hochklettern und dann. Aber scheiße, das nervt. Und so. Ja. Du bist in der Leiter drin. Ach, da ist noch eine. Das heißt, ich muss mein Essen einfach hier selbst mitbringen. Ist das erlaubt, in dieses Restaurant sein Essen selbst mitzubringen? Warum willst du eigentlich mehr als 2 Stücke essen? Weil das nennt man Knabbern. Und Knabbern macht man beim Gaming einfach dabei. Es muss ja nicht super. Das ist vor allem keine besonders süße Schokolade. Da ist nicht viel Zucker drin. Ja, also macht das erstmal nichts, wenn wir viel davon Zeit essen. Ja, meine Eltern sagen, mögen das trotzdem nicht, wenn ich so viel davon esse. Und trotzdem bist du schwerer gebaut als ich. Ja, keine Ahnung warum. Obwohl ich in der Woche mindestens 200 Gramm Schokolade essen bestimmt. Nicht Tafelschokolade, sei ruhig, verteilt. Sei ruhig. Verteilt auf Schokoladenbrötchen, auf Nutella, auf Zeugs. Wie viel wiegt so eine Tasche Schokolade? Keine Ahnung. 100 Gramm. Ja, dann esse ich wahrscheinlich in der Woche 300 Gramm. Bis 400.
ist so scheiße bei deinem iPod, dass der das automatisch, dass ich jetzt dann angegeben habe, automatisch als richtig, als okay erkennt. Ja, okay, das ist, weil der Zahlencode nur, weil der immer nur vier Stellen ist. Ja, aber wenn ich mal, wenn ich vertippt habe und ich was ausmachen will. Ja, dann muss ich eben beim nächsten Mal richtig eintippen. Ja, das ist ja nervig. Das ist nicht nervig, der macht doch. Das ja dann automatisch. Was? Dann musst du nicht mal auf den Knopf drücken. Was? Wenn du den Code falsch eingibst, ja, kommt automatisch eine neue Zeile, wo du den eingeben kannst. Das meine ich ja nicht. Ich finde es scheiße, dass wenn ich vier Zahlen eingeben habe, die letzte ist zum Beispiel falsch. Ja. Dann wird das als falsch angezeigt. Ja, dann gibst du den Code. Dann muss ich ihn nochmal eingeben. Und dann? Wenn ich aber weiß, dass das falsch ist. Ist ja nicht passiert, du kannst ja 10-mal machen. Ich wusste aber, dass das da falsch ist. Ich habe einen 4 eingegeben als letzte Zahl. Ja. So, jetzt ist er, dass die letzte Zahl seines Kurses, Passwortes für den iPod keine 4 ist. Irgendwann am Ende dieses Minecraft-Displays könnt ihr dann seinen iPod knacken. Nein, sagen wir so, es ist ja egal. Du bekommst dann einfach eine neue Zeile, wo du den Code eingeben kannst und dann gibst du ihm neu ein. Ja, das auch weiß wenn du ich, aber ich, das ist aber scheiße, das dauert länger. Das dauert nicht länger. Doch, das ist aber nervig, wenn das einem zweimal hintereinander geschieht. Dann eben, weiß seinen Code ja und gibt ihn nicht falsch ein. Wenn man sich vertippt. Ich vertippe mich aber nicht. Ja, so kleine Bildschirme muss man sich eben gewöhnen. So, soll ich jetzt applaudieren? Nein, brauchst du nicht. Das ist ganz normal, wenn man das so macht. Nein. Das ist einfach nur eine Ich weiß es. Wenn du das oft genug gemacht hast, kannst du es auch an den Kopf schlagen, ist auch eine Fingerbewegung. Eine Handbewegung, genau zu sein. Ja. Ich sollte nur das Mikro irgendwie anstellen. Voll reinschreie! Ja, wenn du es noch weiter zu dir stellst, schreist du ja noch mehr rein. Ja, keine Ahnung. Ich kann ihn ja nicht zu dir stellen, oder? Ja, aber wenn du meinst... Ich kann ihn ja so hinstellen. Ja, dann hört man mich aber überhaupt nicht mehr. Und du sitzt trotzdem so vor dran. Hm. Na gut. So, könnten wir eigentlich jetzt auf der richtigen Höhe sein? Nein, eindeutig nicht. Schau mal rauf. Niemals. Tiefer. Wir sind in einem Berg, falls du das nicht gemerkt hast. Ja, habe ich gemerkt. Wir müssen auf jeden Fall viel tiefer graben. 10 Blöcke, mindestens. Also viel ist relativ. Ich gehe mir jetzt rauf eine Schaufel machen, das nervt mich. Es dauert länger rauf zu gehen, eine Schaufel zu holen, dass das da. Ja, aber es kommt immer mehr Erde. Dann lege ich auch mal ein bisschen Kohle ab. Macht ihr mal eine Spitzhacke? Nein, wir haben noch genug. Nein, glaube ich nicht. Doch, es sind ja nicht. Es sind vielleicht nur noch 20 Blöcke. Also nicht mal 10 ungefähr. 20. Soll ich jetzt hier runterspringen? Ja. Hui. Nein, zu viel zu früh. Hui. Hui. So. Der Klatsch tot. Hui. Klatsch. Das geht schon wesentlich schneller. Hast du dich gerade eben drüber geärgert, dass das Zombie da ist, oder hast du ihn nachgemacht? Nein, ich hab nachgemacht, weil da keine Erde mehr war. Weil wir nicht mehr genug Spitzhacken hatten, ja. Scheint hier rechts zu sein.
Leute dran klatschen. Wir haben nicht mehr genug Leute. Tom. Nein. Wahrscheinlich nicht. Doch, das dürfte genügen. Die Aufnahme ist ja gleich, also die Folge ist ja gleich rüber, dann können wir ja mal schauen, wie tief wir sind. So Koppelmangel werden wir in nächster Zeit auf jeden Fall nicht haben. Das ist nur der Abstieg, das weiß ich ja hoffentlich. Ja. Das richtige Mining kommt erst noch. Das werden wir dann nächste Woche erledigen. Ja, klar. Ja, doch. Wenn ich noch nachher Karottensalat machen muss. Diese Folge... Wir haben nur 2 Stunden aufgenommen, Max. Nein, mehr. Es ist jetzt schon mehr als 2 Stunden. Sicher? Ja, wir haben ja schon... Das ist ja jetzt die 9. Folge. 2 Stunden sind 8 Folgen. Und der Timer ist abgelaufen. Moment. Okay. Das ist nicht wir sind dann gleich wieder. Tschüss.